Hey Leute, was geht ab? Willkommen zurück bei Zusammen zu Hause mit Spotlight. Ihr kennt es sicherlich auch, zurzeit macht man fast jeden Tag das Gleiche. Deswegen überlege ich mir gerade, wie man hier so manches Zuhause verbessern und lustiger gestalten kann. Und hier kommen ein paar Ideen. Nehmt eure Spielzeugpistole, die Schaumstoffdarts verschießt. Los geht's! Macht euch auch mal To-Do-Listen, um Sachen raufzuschreiben, die ihr noch erledigen müsst. Ihr guckt dann drauf und seht doch so viel, was ihr machen müsst und es graust euch extremst. Ich habe mir gedacht, ich schreibe meine To-Dos nicht mehr auf solch eine Liste, sondern auf so coolen Kärtchen. Und dann bringe ich ein bisschen Fun in die ganze Geschichte rein. Ich werde jetzt die Kärtchen im Garten aufstellen. Und jetzt kann es direkt losgehen. Hier kommen mit der Spotlight-Crew. Abgehakt. Mit Mama Kuchen backen. Auch das habe ich. Abgehakt. Das macht so einen Bock. Und seitdem habe ich sogar noch mehr Bock auf To-Dos. Zusammen zu Hause, das hebe ich für Ende des Videos auf. Denn da bin ich ja gerade mittendrin. Und natürlich immer mit euren Eltern vorher absprechen, in welchen Zimmern ihr das machen dürft. Und immer gut auf andere aufpassen. Ich habe es ja schon angekündigt, ich habe ein kleines Spiel für euch vorbereitet. Ich nenne es Biathlon Action Quiz. Ihr spielt 1 gegen 1. Gegen eure Mama, gegen euren Papa, gegen eure Geschwister. Ich spiele heute gegen Leonie. Denkt euch Quizfragen oder Schätzfragen aus. Die Antworten schreibt ihr dann auf die Kärtchen. Leonie hat schon welche vorbereitet. Leonie, bist du bereit? Ja, ich bin sowas von bereit. Ich habe mir auch schon ein paar Fragen ausgedacht. Dann zeigen wir euch mal, wie das jetzt geht. Wie ist die erste Frage? Wie weit kann ein Floh hüpfen? Ich glaube, ich kenne die richtige Antwort. Genau richtig, Mike. Ein Floh kann 60 cm weit hüpfen. Für jede richtige Antwort gibt es 10 Punkte. Hier ist schon mal deine Spielzeugpistole und jetzt kommt deine Frage. Was ist flächenmäßig größer, Australien oder Europa? Europa war richtig. 10 Punkte für dich und somit ist es gerade Gleichstand. So, Mike, nun kommen wir wieder zu deiner Frage. Ja. Wie viel wiegt ein Hühnerei? Das war leider falsch. Und jetzt habe ich eine SpongeBob-Frage für dich. Wer ist der beste Freund von SpongeBob? Das weiß doch jedes Baby. Wo lebt SpongeBob? Ganz tief im Meer. Wie heißt das wohl bekannteste Restaurant aus SpongeBob? Schade, Leonie. Leider falsch. Denn die richtige Antwort wäre Krosse Krabbe. Ach, Mist. Das hat schon mal richtig Spaß gemacht. Und jetzt habe ich mir noch ein kleines Spiel ausgedacht. Ich nenne das mal Flaschenbowling. Das Spiel funktioniert so. Ihr braucht dafür Flaschen. 3 Stück. Die Decke davon legt ihr einfach nur oben drauf auf die Flasche. Dann schießt ihr sie ab. Wer schafft, am meisten Decke abzuschießen, der hat gewonnen. Los geht's. Und jetzt bin ich dran. Hey, Leonie, sehr gut. Das war's leider schon wieder bei Zusammen zu Hause mit Spotlight. Und mir würden noch so viele kreative Ideen einfallen. Aber ich denke, ihr habt selber genug Zeit zu Hause, um euch was Cooles einfallen zu lassen. Damit euch auf gar keinen Fall langweilig wird, findet ihr alle Clips von Zusammen zu Hause mit Spotlight auf dem Nickelodeon Deutschland Kanal. Fast hätte ich was Wichtiges vergessen. Jetzt darf ich ja. Am Ende des Videos darf ich das Schild Zusammen zu Hause abschließen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, Zusammen zu Hause mit Spotlight. Tschüss!